So, das Abenteuer geht weiter. Muss ja. Ich denke mal, ich habe einiges zu tun jetzt erstmal. Die Vorhut der Wassermagier, was ist das? Ah ja. Ja. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich werde mich mal ein bisschen hier in der Umgebung umgucken. Denn hier gibt es eine Menge zu sammeln. Dann besuchen wir mal demnächst die Piraten. Ja, wir müssen hier systematisch vorgehen. Geiles Zeug hier. Piratensäbel. Vielleicht war das hier mal ein Pirat, der hier oben gestorben ist. Hier kann man sich gut von der Miliz auf jeden Fall verstecken. Hier wächst wirklich eine Menge, man sieht schon. Neue Welt ist wirklich hier bester Boten für Pflanzen aller Art. Wobei, ich glaube, nee, Drachenwurzel und das ganze andere Zeug gibt es nicht. Man kann höchstens mal einen Kronstöckel finden. Aber mehr auch nicht. Aber dadurch, dass die Pflanzen so groß sind, sieht man sie halt auch immer gleich. Das ist schon guter Vorteil für einen. Oh, sieh mal, diesen Pirat. Ja, sprich mich nicht an. Bin hier nur zum Pflanzensammeln hergekommen. Wobei ich das bei Dunkelheit jetzt dringend machen möchte. Ich schlafe mal besser. Bis zum nächsten Morgen. Ist noch früh, aber wir schlafen einfach bis zum Morgengrauen. Dann hat der Held auf jeden Fall ausreichend kennt. Hast du mal geschlafen? Ja, auch. Oder zumindest ein paar. Ich könnte mir vorstellen, dass das Klima hier ziemlich gut ist. Der Gegend. Dass es hier sehr angenehm warm ist, so dass man nicht friert. Warte mal, das hier. Mit Erfahrung, wenn man es liest. Wassermagiezauber, Wirbelwind, Eislandzüge, Sionwetter, Eiswolf rufen. Eiswolf? Wasserfaust. Habe ich Eiswolf? Der ist neu, oder? Also Eiswolf habe ich jetzt hier nicht. Weil Eiswolf ist schon. Den gab es, glaube ich, damals nicht.
Es gibt so viel hier. Da lässt du dich auch leicht ablenken, ja? Nein, ich bin ja froh, wenn hier Monster kommen. Oh, Dunkelpilze, endlich mal wieder. Der. Ihr habt keine Chance. Ich bin absoluter Meister im Einhandkampf. Hier mal ein Kreuz, das ist der eindeutige Beweis, dass hier Greg schon mal war. Diesmal werde ich ihm seine Schätze aber nicht zurückgeben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Goldener Kelch, eine Steintafel. Ob er irgendwas damit anfangen könnte. Hätte ja theoretisch auch schon im zweiten Kapitel herkommen können, aber war natürlich gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil das Drachenge ist es ja schon deutlich einfacher. Der Rüstung fühlt man sich einfach so viel sicherer. Ich hoffe, dass ich hier auch auf Drachensnapper treffe, aber ich glaube, ich bin nicht so heimisch in der Gegend. Oder zumindest noch nicht, aber vielleicht später kommen mal welche. Aber Jakenda ist nicht so gefährlich wie Hintal, das ist ja klar. Kann man sich sogar vor den Orks ganz gut verstecken. Gut aus.
Wir wachsen einfach viel zu viele Pflanzen. Aber es lohnt sich. Hey, hier oben ist auch ein Bett. Wahrscheinlich ist das für mich gedacht. Ich schlafe aber trotzdem eigentlich lieber bei den Magiern. So angenehm warm da. Oh. Au. Das hätte mein Tod sein können. Bestimmt nicht der erste, der auf diese Art hier gestorben ist. Sind bestimmt schon einige Erbauer gestorben. Ja, wirklich mordsgefährlich hier. Können wir... Ah, shit, jetzt habe ich aus Versehen. Wollte ich jetzt nicht trinken. Dark Mana Trank, ja, gut. Egal. Gönn mir mal hier. Müsste mal wieder die Pets-Dings anwerfen, wenn wir demnächst die ganzen Nahrungsmittel verzehren. Wo du hinguckst. Ich kann das nicht stehen lassen, um Gottes Willen. Überall, wo ich was sehe. Hin. Beiden Bären sind so viele hier. Ja, ich höre schon. Aber ich sammle das gerne so auf, dass ich mich jedes Mal bücken muss. Sag ich ganz ehrlich. Waldbär. Ach, Razor. Hübsch, euch gibt's ja auch noch hier. Einen Ring. Ich glaube, das ist ein besonderer Ring. Ein Ring der Heile. Wenn man da noch den anderen findet und das Amulett, dann bekommt man einen schönen Heilbonus. Dasselbe gibt es auch im Schutz vor Waffen und Mana, aber als Kämpfer interessiert mich der Schutz vor Waffen-Bonus vor allem. Ich glaube, ich weiß schon, wie man die, wo die zu finden sind. Wieder so. Geh hoch halt. Bitte geh hoch. Richtig.
Hey, hoch hier! Ah, William, da haben wir ja. Hat eine Notiz bei sich. Gute William, schade. Ich hätte gerne mit ihm gesprochen. Ausgefragt über die Piraten und allem. Mal gucken. William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Leicht dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Netz. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit einem Boot zu entkommen. Jemand, der ist gut mit dir. Ja. Bei Nacht sich hier rauszuschleichen ist sehr gefährlich. Es sind gefährliche Monster hier. Wenn man nur ein Fischer ist, dann klar, dass man nicht weit kommt. Also der Typ, der es gut mit ihm gemeint hat, der hat es zwar gut gemeint, aber keine Chance. Besser anstrengen müssen. Ja, die Dunkelpilze. Ich bin kein Magier, aber ich sammle es trotzdem. Also gut, der gute William wird es nicht mehr nach Korinne schaffen, aber immerhin wissen wir jetzt, was mit dem passiert ist. Ich will nur noch die anderen finden und befreien. Geh mal ein bisschen in den Sumpf. Und schau, dass ich Lance finde. Ich mal wieder typisch für diesen Sumpf. Aber Sumpf bedeutet Wasser und das heißt, da wachsen jede Menge gute Pflanzen. Wie zum Beispiel dieses Sumpfkraut hier.
Könnte jetzt gleich so richtig jagen, aber gut. Machen wir später. Nur in die Höhle gehe ich mal. Wenn ich schon mal da bin. Oh, Rats. Hört man ja auch nicht allzu häufig. So. Und wir finden Eisenerz hier. Ja, gut. Wie gesagt, Gold ist kein Problem mehr. Ist eigentlich langweilig, wenn man nicht sparen muss. Greg war hier drin auch. Dass der überall auf der Insel hier so rumgekommen ist. Muss doch schon immer so gefährlich gewesen sein hier. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ey, das ist der Lebenstrank hier. Hat er mal was Gutes vergraben. Damit haben wir 616 Lebenspunkte. Nice. Wer weiß, vielleicht kommen ja auch die 1000, wenn wir am Ende alles in Lebensenergie stecken. Weil ich glaube nicht, dass ich Stärke groß brauche. Ich meine, kann ich ja genug lernen. Wir bekommen ja Lernpunkte. Wofür soll ich sonst ausgeben? Außer natürlich noch ein Armbrust und so. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Lalala. Hey, was soll das denn? Ich gehe hier doch nur ein bisschen entlang. Sumpfdrohne. Ja. Ich muss jetzt dann bloß aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Banditen rangehe, sonst könnte es übel werden. Weil diese Dinge hier. Normalerweise sollte man diese Sumpfdrohnen mit der Fernkampfwaffe machen, aber wenn die mir jetzt Energie abziehen, dann da ist nichts zu holen. Das ist auch egal. Hier geht's zu den Banditen. Die Leiche müsste hier liegen. Oh, ja. Dance. Erkennungszeichen. Nichts zu holen. Den können wir gleich Satoros geben. Der weiß am besten, was damit zu tun ist. Und dann gehe ich mal zu den Piraten. Erfahrungstechnisch, ich brauche noch 10.000 bis zur nächsten Stufe. Ich hoffe, dass viele Monster hier kommen und ich gut was zu jagen habe. Oh, na, hier, bitteschön. Hey, du. Ich hab den Ring.
Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Adanos möge dich schützen. Ja. Gut, gut. Dann ab zu den Piraten. Geht eigentlich relativ schnell. Ja. 0, nichts haben wir die ganze Welt erkundet und haben wir alles gejagt. Das Minental hingegen ist schon deutlich aufwendiger. So, die ganzen Pflanzen habe ich jetzt hier erstmal alles genommen. Reden wir mal mit dem netten Herrn hier. Es sei denn, war hier nicht mal irgendwie so eine... Hier ist nichts. So, eindeutig Pirat, man sieht's schon. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Sorry, ich kenne dich nicht. Ich war einige Zeit in der Kolonie eingesperrt. Da bekommt man nicht so viel mit. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Muss ihn töten. Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. Hast du eine Ahnung? So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Klingt gut. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja. Aber nur für jemand, der lebensmüde ist. Ja, ich kann mich ja gut wehren. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Gut, es einfach mal so ab. Niemand glaubt mir ständig, aber ja gut. Was will man machen? Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen. Wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Klar, lass uns jagen gehen. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße.
oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Ich habe schon gemerkt, dass es hier nicht gerade viel Scavenger gibt. Erzähl mir mehr über euch Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals vor dem Krieg kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor den Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht noch mal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Dieser Greg ist ja schon... Ich bin jetzt 41 Tage hier. Er ist ja schon über einen Monat unterwegs, de facto. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Ja, klar. Ja, gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Zweit ist es in der Spiel, ja. Vor allem, weil ich so ultra stark bin. Ich meine, das ist der zwar auch, aber... Du musst nur ein bisschen auf mich warten. Ich hab's immer mit den Pflanzen hier. Wirst du noch merken? Ey, 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 okay, 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 nein, 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 nein. Da ist nichts zu holen. Hat er das Fleisch hier genommen? Ja, nicht schlimm. Ich muss eigentlich nur die Sumpfratten töten, damit er sich hinterher nicht beschwert. Dass ich ja zu nichts zu gebrauchen bin. Ei, dachte ich schon, du bist vorausgerannt. Warte bitte ein bisschen. Im Prinzip spielt es eigentlich keine Rolle. Ich werde hier sowieso nochmal durchrennen, aber... Ja gut. Lauflieder. Ihr habt doch bestimmt einen Alchemisten im Lager, oder? Irgendjemand muss sich doch mit sowas auskennen. Wichtig, dass man das Zeug hier sammelt. Wobei ich... Ja, ich... Wenn man das als Alchemisten bezeichnen kann. Er ist ja stark genug, also von dem her. Feuerpfeilzauber, Entermesser. Ja, nice. Ach, ist das schön hier. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Okay. Versuch mal ein bisschen vorauszugehen jetzt. Er kommt, bin ich fertig. Ah, es war doch nicht schlecht hier. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Liebe, den Canyon jetzt schon. Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Razor. Darf ich mal lachen? Sind nichts im Vergleich zu Drachensnapper. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Razor, Alter. Als ob du dich fürchten müsstest.
Aber schön, dass es hier so ein kleiner Bach hier. Also dieser See. Schon. Ja, warte mal. Die Zeug hält mich auf. Kann doch auch nichts dafür. Zombie-Rad. Hallöchen, Malcolm. Den können wir mal reden. Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. Aber der ist zurzeit nicht da. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Okay, mach ich. Eichwanzen, wahre Monster. Ja, bisschen Ungeziefer beseitigen. Ich würde den Typen ja am liebsten jetzt verprügeln, weil der nippelt ja später ab. Bloß die Frage, wann das passiert. Ich glaube, wenn ich ins Lager gehe. Aber ob man den überhaupt angreifen kann? Frage. Ja gut, ich muss jetzt erstmal das mit Alligator hier fertig machen. Sonst regt sich der noch auf hier, wenn ich seinen Kollegen angreife. Lass dir Zeit. Ich geh schon mal voraus. Du bist ein Jagdtalent. Meine Fresse, wenn du so weitermachst, kann ich demnächst im Lager bleiben. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Okay. Kannst du mir noch was beibringen? Klar. Ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Ja gut, die Sachen kann ich schon. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Gar nichts. Ja, den Bogen kannst du dir sparen. Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Wundert mich, dass der überhaupt mit dem Bogen umgehen kann, aber okay. Weißt du was, wo du schon mal so geschwächt rumlaufst? Ich weiß, es ist fies, aber ja gut. Was tut man nicht alles? Nichts zu holen. Für ein paar Heiltränke.
Zum Glück nehmen die das nicht auf. Ich glaube kaum, dass sie sich bei Greg beschweren werden, dass ich die verprügle. Und zur Miliz könnt ihr kaum rennen. Von dem her. So, jetzt möchte ich aber nochmal zum Malcolm gehen. Nur ganz kurz vorbeigucken. Ja, ich werde hier ständig abgelenkt. Jan, er macht gerade Pause. Okay, dann sehe ich jetzt für ihn. Vielleicht bin ich ja besser, aber ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Irgendwas stimmt mit dem Baum oder mit der Säge nicht. Egal, mal gucken. Sorry. Endtaxt und Steintafel des Zweikampfs plus 3. Ja gut. Das ist einiges wert. Normalerweise bekommt man die ja erst später, aber ich habe sie jetzt mal abgenommen. Müsste noch ihren Lederbeutel liegen, wollte ich gerade sagen. So, das sind einige Banditen im Turm. Könnte mal einen Zauber machen, aber eigentlich ist es völlig unnötig. Großer Feuerball. Könnte man denn machen? Jetzt sind mal Eisblock alt, dass ich da so viele kaufen konnte. Braucht es ja gar nicht. Na gut. Großer Feuersturm. Weiß nicht. Ja gut. Warum? Alter, die sind so schwach. Das ist ja eine Verschwendung. Ja, gar nichts. Ja. Oh, hey. Das ist meine Beute hier. Verschwindet. Kommen die da einfach her und wollen die Banditen fressen? Da ist nichts zu holen. Mann. Damit hat Raven wieder 3 Banditen weniger. Bezweifle, dass ihn das sonderlich kümmert. Hier könnte man natürlich auch pennen, aber ich möchte im Piratenlager pennen. Strand ist es einfach schöner. Hier oben ist nichts. Glaube nicht.
Von hier aus, es sieht aus wie so ein richtiger Dschungel hier. Ist ein bisschen wie so ein tropischer Regenwald hier, der Seite der Insel. Ist cool, dass sie sogar so einen Canyon hier haben. Da bekommt man schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf die Wüste von Varant. Ist einfach viel zu viel. Da hinten ist noch ein Teleporterstein. Sollten wir erstmal aktivieren. Beziehungsweise, ich könnte mal. Ich könnte in die Wüste gehen und ein bisschen jagen. Theoretisch könnte ich das dann mit den Piraten machen später. Aber wenn ich jetzt die Razor hier töte, dann müssten später noch mal ein paar auftauchen. Dann kann ich ein paar Erfahrungspunkte extra bekommen. Ich meine, für mich ist es ja kein Umstand. Ich bin ja stark genug für alles. Also, mir ist das egal. Das haben wir sowieso gleich. Razor. Guck mal her. Und sogar Beißer wieder. Hey, hier bin ich. Auf die hin. Ah, die haben aber ordentlich Fleisch. Kann man gut wegsnacken. Sollte die Aufmerksamkeit besser auf mich lenken. Hey, da kommt dann noch einer. Dass in der Wüste überhaupt irgendwas wächst, finde ich ein bisschen seltsam. Ich hätte da ja jetzt nicht so viel Pflanzen hingesetzt. Warte, genau, hier ist doch noch eine Höhle. Finden wir eine Menge Snackkraut. Und sogar Minenstollen. Ich rechne fest damit, dass es hier Eisenerz gibt. Das würde mich schon reizen, jetzt hier gleich reinzugehen, aber ich weiß nicht.
Weiß ich du. Vielleicht auf dem Rückweg. Weil nicht, dass es jetzt dann dunkel wird. Jede Menge Halbpflanzen. Irgendwie können die hier wachsen. Wölfe findet man auf jeden Fall hier, aber ich glaube, Walks man nicht so einfach. So, kommt mal her. Ja, gut, mit Einschlag. Bedenkt, dass die früher mal so gefährlich waren. Jetzt mittlerweile hat sich das Training gelohnt. Oh, die Orks, ja. Also selbst hier gibt es ein paar wenige Orks. Frag mich, was die hier machen. Ja gut, mit dem muss ich mich jetzt nicht anlegen. Hör mich mal. Wendet! Boah, geht mir nicht auf die Nerven hier. Oh, eine Halbpflanze. Die machen weniger Schaden, als ich gedacht hätte. Ruhe! In die hin. Ja. Auch so eine doofe Wegfindung. Also die Orks, die lassen wir mal. Die machen wir dann mit den anderen, wenn wir hier jagen. Aber Orkelite gibt es nicht. Ich glaube, die Orks, die hier sind, die haben irgendwie nichts mit dem Krieg zu tun. Die sind schon länger hier. Die wissen vielleicht noch nicht mal was von den anderen im Mental. Bluthunde. Oh, ist das schön. Mal wieder diese ganzen alten Monster zu sehen. Geh los. Alter.
sind völlig am Eskalieren hier oben. Habt euch nicht verändert. Immer noch genauso blutgierig wie in der Kolonie damals. Okay. Gut, dann gucken wir doch mal in die Mitte rein. Ich finde sowas ja immer höchst interessant. Da ist immer was zu holen. Ja, sag ich doch. Eisenerz. Der Rest ist nur Deko. Aber dieser Ring hier, ist ein Ring der Krieger eventuell? Nee, es war ein Ring der Priester. Mana. Ja, Mana brauche ich demnächst auch nicht mehr, das kriegen wir schon hin. Amulett der Flammen. Mycrawler, okay. Ich habe mal gar nichts drauf. Vielleicht liegt es auch an mir. Ist eine Rune. Das ist ein Heilzauber. Orgfell, Schattenläuferhorn, also hier. Geil. Ich glaube, hier waren vielleicht mal früher Wargs, aber mittlerweile nicht mehr. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Der gute Greg kommt sowieso nicht mehr an die ganzen Schätze ran. Demher macht das sowieso nicht. Ich würde am liebsten jetzt gleich da hochgehen, aber weiß nicht. Wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Kann man einen kurzen Blick riskieren. Auch hier oben ist was vergraben.
Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Erzbrocken und sauber. Ja, auch jede Menge starker Zauber. Oh Mann, ich muss die mal irgendwo einsetzen. Dann haben die wieder alle übrig. Ich könnte jetzt in den Berg rein, aber wenn ich da reingehe, dann kann ich auch gar nicht mehr aufhören hier. Ich bin kurz vorm Stufenaufstieg. Hier ist wieder ein Kreuz. Echt, überall hat das Zeug vergraben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Sogar Schwefel. Für was vergräbt jemand Schwefel? Naja. Wird sich schon was dabei gedacht haben. Eine Menge Microler, aber... ich mach mir mal Licht sauber. Okay, dann stelle ich halt jetzt mal die Höhle ein bisschen auf den Kopf. Auf der einen Seite, ob ich das jetzt mache oder später, spielt ja keine Rolle. Ring. Vielleicht taugt er was. Das war ein Ring der Heiler. Okay, wenn ich jetzt noch das Amulett bekommen könnte, dann würde ich das sogar kurzzeitig nutzen. Aber wo findet man das Amulett der Heiler? Ich könnte mir vorstellen, im Haus der Heiler. Ah, oh, aber da möchte ich jetzt ungern hin. Mitten im Sumpf. Wobei, ich glaube, wir sind doch schon ziemlich nah hier, oder? Ich habe jetzt leider keine Karte da. Kann es nicht genau sagen. Lasst euch Zeit. Seid viel zu schwach. Stärker sein. In einer so einer Art großen Höhlenschlucht. Level up! Und damit haben wir Stufe 31 und sind... Ja. Okay, ich muss aber noch ein Level up machen, wenn ich
die Sprache der Bauern vollständig lernen will. Eiswellenzauber. Sehr nice und ein Grab. Von vermutlich irgendein Erbauer, der sich nicht identifizieren lässt. Runenschwert. Du Scheiße, ey. Gar nicht mal so schlecht. Ich werde es vermutlich trotzdem nicht gebrauchen können. So, und hier sind wir jetzt beim Sumpf draußen. Mal noch ein bisschen. Hier ist noch eine Höhle. Würde ich gerne. Oh nein, es ist dunkel. Mag nicht, wenn es dunkel ist hier. Ah. Ein Glück habe ich den Lichtzauber. Oh, hier noch mal ein Kreuz, natürlich. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Drachenblut. Greg hat Drachenblut hier vergraben. Weiß der Geier, wo er das her hat. Ein Vermögenbett. Ja, vielleicht hat es hier mal früher Drachen gegeben. Aber die wird garantiert nicht er besiegt haben. Oh, ein brennender Schattenläufer, wenn man so will. Auch Feuerteufel genannt. Oh. Ja, der ist schon nicht ungefährlich. Normaler Schattenläufer wäre mir natürlich jetzt, weil der hat nicht. Hier ist Feuerregenzauber, oh ja geil. Da kann man auch ein paar von denen finden in der Welt. Also, ich bin jetzt hier. Ich glaube, ich bin nicht beim Haus der Heiler. Das ist woanders. Das ist auf der anderen Seite vom Sumpf. Das heißt, ich kann hier sowieso jetzt nichts machen. Ja, gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück zu Satoras. Beziehungsweise ich gehe noch in den anderen Stollen kurz.
Hier im Canyon ist es eigentlich relativ angenehm. So dunkel. Hinten ist noch was. Meine Spürnase sagt mir, da hinten ist was. Ah. Oh ja, schon wieder. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Runenstein. Aber hier hinten müsste noch schwarzes Erz liegen. Versteckt. Ja. Geht wieder aus. Quasi der Canyon bis auf die Orks komplett gesäubert. Vorerst mal. Eisenerz, ja. Das war klar. Hey. Was machst du denn da? Und hier auch wieder was vergraben. Ich glaube aber, das Kreuz gehört ausnahmsweise nicht Greg. Da finden wir was anderes. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Da. Werden wir später öffnen. Genau, ja. Dann nehmen wir mal diesen Reporter da.
Darion, kannst dich freuen. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Nein. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Ich hab keine Zeit. Ja gut, dann reden wir noch kurz mit ihm. Aber vorher gehen noch mal... Das war keine große Sache. Ey, die Betten. Na gut, da hinten ist nur ein Bett frei, aber... Egal. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Jakendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jakendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Adanos möge dich schützen. Dann muss ich jetzt den guten Riordian mal schnell aufwecken. Ich kann das nicht mehr hören. Sorry. Das interessiert mich nicht. Saturas schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Jakendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Ich glaube ja nicht. Ja, leg los. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Okay, na gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir beenden diesen Part für dieses Mal heute. Denn bevor wir jetzt in Piratenlager gehen, das machen wir das nächste Mal. Ja, wird auf jeden Fall ziemlich geil werden. Freut euch drauf und ja. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.